liebe Studierende der multivariaten Statistik. Wir wollen immer noch hier im Anfang der Vorlesung, immer noch so im Bereich des Rekapitulierens, auch kurz über Regressionsdiagnostik sprechen. Ich versuche das ein bisschen pragmatischer zu machen, als ich es vielleicht im Bachelor machen würde. Mir geht es hier in dem Video vor allem darum, Ihnen nochmal kurz ein paar Sachen in Erinnerung zu rufen, die Sie wissen sollten, die es zu beachten gilt, wenn man ein Regressionsmodell anwendet, ob man ihm trauen kann oder nicht sozusagen. Also ganz, das sind quasi Fragen, die sind wirklich unabhängig zu betrachten von, ist das Ergebnis signifikant oder nicht, ist ein Prädiktor signifikant oder nicht, sondern das hier ist jetzt sozusagen, sind eher, naja, man könnte sagen Validitätsfragen. Macht das Modell denn das, was wir von ihm wollen hier in dem Fall, ja? Und im Prinzip sind es vier Punkte, die ich kurz ansprechen möchte. Das eine ist das Konzept des Hebels. Das ist eng verwandt mit dem Thema Ausreißer und gehört ganz klar in die Regression hier rein. Homoskedastizität. Was es war, haben wir schon im anderen Video gehört, aber wie wir es überprüfen können auch und wie es aussieht, wenn es nicht gegeben ist. Normalverteiltheit der Residuen und hier die spezielle Idee nochmal, eventuell seine abhängige Variable auch entsprechend zu transformieren, um diesen Punkt sicherzustellen. Und die letzte Forderung, die wir auch in unserem Annahmenkatalog klar gelistet hatten, eigentlich erwarten wir, dass der Fehler in einem Regressionsmodell oder die beobachteten Residuen entstammen eigentlich einer Zufallsvariable, die die sogenannte IID hat, also die alle independent sind, unabhängig und die aus der gleichen Verteilung entstammen. Deshalb IID, also identical und independent und identically distributed. Verzeihung, so kommt es. Also nochmal, dieses Bild, was ich Ihnen jetzt hier zeige, diesen Graph haben wir eigentlich schon vorher gesehen, nur hier sehen Sie mal, was in der Realität relativ oft passiert. Die Daten sind nicht wirklich, folgen keinem linearen Zusammenhang, also die ganzen Variablen, die wir hier haben, sondern ist irgendeiner schiefen Verteilung. In X haben wir hier sogar so eine Art bimodale Verteilung. Wenn Sie mal schauen, was mit auf der Höhe von x2 los ist, da sind die Werte alle so ein bisschen nach unten verschoben, beziehungsweise sie verteilen sich also gar nicht um den Erwartungswert herum unimodal, sondern sind eigentlich so bimodal. Wir haben generell eine ungleiche Fehlerverteilung, was man auch Heteroskedastizität nennen würde. Also bei bestimmten x-Werten, zum Beispiel x5, haben wir eine sehr schmale Streuung rund um die Ideallinie. Wo anderen bei X4 zum Beispiel, wenn Sie da mal schauen, haben wir eine relativ große Streuung. Ja, und ganz allgemein haben wir Nichtlinearitäten, also der Zusammenhang ist alles andere als linear. Wenn sowas ist, ist es halt trügerisch, denn Sie können natürlich die Least Squares Methode zur Anwendung bringen. Sie werden eine Lösung für B erhalten. Die Frage ist nur, was sagt Ihnen B hier? Und funktioniert B hier dann als ein Schätzer für ein wahres Beta? Und ist ein wahres Beta überhaupt hier die sinnige Beschreibung dieser Situation? Wenn wir über Regressionsdiagnostik reden, reden wir immer zunächst mal über nicht ganz so einen drastischen Fall hier. Das ist sozusagen jetzt so der Extremfall, was alles schief gehen kann oder was alles verletzt sein kann. Sondern wir wollen erstmal über Ausreißer sprechen und da einfach über die Frage des Hebels. Der wird dann hier gleich eine große Rolle spielen. Ich kann mal kurz schauen, ob wir ganz kurz hier mal zusammen reingucken wollen in diesen Slide. Wir gucken, was auf dem Slide hier dabei ist. Die Idee war eigentlich, ob wir hier kurz in diese Dinge reingucken können, aber ich fürchte fast, dass hier auf dem iPad, doch, das funktioniert sogar, dass wir hier auf diese Demo-Webseite gehen für Leverage und Influence in a Nutshell. Also diese Webseite soll sozusagen nochmal versuchen, uns nahezubringen, was eigentlich passiert, wenn wir Ausreißer haben. Die Überlegung wird sein, wenn wir so eine Punktwolke haben, die quasi gemeinsame Beobachtungen, Paare von Beobachtungen darstellen von X und Y, dass man sich fragt,
Wie stark hängt die Lösung eigentlich, die wir jetzt bekommen haben, für B, unsere Schätzung für Beta, wie stark hängt die eigentlich davon ab, wie sich einzelne Punkte hier drin eben nun mal platziert haben, wie sie nun mal gemessen waren. Und das Label, unter dem das auch läuft, manchmal ist die Influence Analysis, also was ist der Einfluss eines einzelnen Datenpunktes auf die gesamte Modelllösung. Ja? Hier funktioniert das jetzt, muss mich immer kurz selber auch nochmal überzeugen, wie es funktioniert. Sehen Sie, wie ich hier einzelne Werte nehmen kann, oder diesen einen Wert, der hier in Rot gezeigt ist, und ich kann ihn zu einem sozusagen extremeren Wert in X-Hinsicht machen, oder auch in die Richtung, oder ich kann ihn zu einem extremeren Wert in Y-Richtung machen. Sehen Sie, ich kann ihn hier hochschieben. Das ist im Prinzip die Idee hier. Jetzt müssen wir nur kurz schauen, wie wir in dieser App noch die... Ich dachte eigentlich, ich kann hier... Entschuldigung, war kurzer Break, dann kann ich entweder rausschneiden oder Sie halten das kurz aus. Also, wenn ein Wert im Y, eine Beobachtung, in Y zum Beispiel hier ein bisschen größer ist als der Mittelwert, wenn das allein sich ändert, passiert überhaupt nichts. Sehen Sie das? Das ist eine erste sehr, sehr wichtige Erkenntnis, dass der Y-Wert allein nicht viel passt. Der X-Wert dagegen, von dem das abhängt, macht sehr wohl was. Wenn ich jetzt mal hier rausgehe und sage, dieser rote Wert ist also relativ zur Gesamtverteilung der Werte insofern ein Ausreißer, also sowohl extrem in X als auch in Y-Richtung ist. Die Lösung hier in blau gezeigt, angenommen der Wert ist eben wie er ist, ja, also so hier etwa 7 auf der X-Achse und etwa 6 Punkte über dem Mittelwert oder über der 0, der gleichzeitig hier dem Mittelwert entspricht, auf der Y-Achse. Wenn ich jetzt hier diesen X-Wert sozusagen mal ändere, dann sehen Sie, wie der jetzt hier rüber wandert, ändert sich auch die ganze Lösung natürlich gehörig. Und wenn ich dann entsprechend den Y-Wert hier runterschiebe, kann es mitnehmen. Wenn ich aber diesen X-Wert zentral in die Mitte hineinsetze nochmal, dann ist es komplett egal, was der Y-Wert macht. Es lässt sich mit so einer Spielerei hier ganz gut etablieren, dass der X-Wert einen besonderen Einfluss auf die Lösung hat. Extreme X-Werte haben unter Umständen, das ist zu quantifizieren über den Term des Hebels oder über den Wert, sollte man sagen, des Hebels, den man für jeden einzelnen dieser Punkte hier ausrechnen kann. Man kann fragen, welchen Hebel an die Regressionsgerade haben Sie? Wie stark ziehen Sie sich die Regressionsgerade her? Wie stark ist die Lösung, die wir sehen, determiniert durch den X-Wert dieser einen Beobachtung? Das ist also der sogenannte Hebel, den wir hier betrachten können. Jetzt muss ich hier allerdings auch wieder zurückkommen zu meinem Keynote. Der Hebel, das hatten die Studierenden, die mit mir hier im Bachelor gearbeitet haben, relativ ausführlich besprochen. Der Hebel hängt eben nur von den X-Werten ab. Das lässt sich auch mathematisch zeigen, warum das der Fall ist. Ich möchte das in dem Modul und in dem Video jetzt aber gar nicht vertiefen. Das hat mit der sogenannten Hut-Matrix zu tun, die die Hebelwerte enthält. Und die ist eben komplett nur durch X determiniert. Man kann den Hebel berechnen mit einer Formel, die man also nicht auswendig wissen muss und die wir auch nicht kennen müssen. Hebelwerte sich allerdings ausgeben zu lassen, ist sehr hilfreich, weil sie einem helfen, sozusagen das Modell vielleicht nochmal ein zweites Mal zu rechnen, sich selbst zu überzeugen, dass man nicht einzelnen Werten zu stark aufgesessen ist, sozusagen in seiner Lösung. Ja? Die erste Regel in der Statistik ist, bescheißen Sie sich nicht selbst, sozusagen. Ja? Und dazu gehört eben auch, nicht Dinge zu behaupten, die letztlich bei, sagen wir mal, gerne auch 300
Beobachtungen an ein, zwei, drei Beobachtungen nur abheben. In den hier gezeigten Beispielen auf den Slides ist es so, dass mütterliche Körpergröße regressiert wird, oder ich soll andersrum sagen, eigene Körpergröße als Y-Variable regressiert wird auf mütterliche Größe. Und dass es hier bestimmte Werte gibt, die hinsichtlich der mütterlichen Größe durchaus auch auffällig sind. Also es gibt da ein, zwei, drei Mütter, die sind da über 180 Zentimeter. Und die, man darf sich hier jetzt nicht ganz täuschen lassen. Die Daten, die man hier sieht, die sind also alle eingegangen in diese blaue Lösung, in dieses blaue lineare Modell, in diese Gerade, die man hier sieht. Man darf sich jetzt also vor allem nicht davon täuschen lassen zu sagen, naja, der Punkt liegt ja weit weg von der Gerade, deshalb hatte er vielleicht keinen Einfluss. Oder andersrum, noch schlimmer, der Punkt liegt ja ganz nah an der Gerade, deshalb hatte er keinen Einfluss. So kann man es nicht sagen, wenn man die fertige Lösung hat, sondern man muss a priori fragen, gegeben die Regressoren nur, gegeben x, welche x-Werte werden einen starken Hebel an die Regressionslösung haben? Und die, jene Werte, die einen auffälligen Hebel aufweisen, sollte man dann eben auch vielleicht mal ausschließen. Man könnte sagen, kurz zusammengefasst, die Ungewöhnlichkeit einer Beobachtung hinsichtlich des x-Wertes lässt sich quasi darüber ausdrücken, wie der Hebel ist. Und der Hebel beschreibt damit das Potenzial einer Beobachtung, die Regressionsgerade zu beeinflussen. Das war dieses Thema. Es gibt andere Ausreißermaße, sollte ich sagen. Manche von Ihnen werden schon mal von Cook's D gehört haben. Cook's D quantifiziert auf leicht andere Art den Einfluss. Und professionellerweise wird man in der Regressionsdiagnostik sich mehrere Maße anschauen. Der Hebel ist vielleicht das Wichtigste, finde ich, konzeptuell, aber es gibt eben auch andere wie Cook's D, die genauso herangezogen werden. Zu den Annahmen, die potenziell verletzt sein können, die ich mir anschauen sollte, und ich sollte mich fragen, ob mein Modell diese Annahmen verletzt, gehört dann, also das sind jetzt nicht eine Betrachtung von Ausreißern, sondern eben eher die Betrachtung aller Punkte auf einmal, gehört die Annahme der Homoskedastizität. Was bedeutet die Homoskedastizität nochmal? Homoskedastizität besagt, der Fehler, den ich mache bei der Vorhersage eines Y-Werts. Also die Distanz, die ein tatsächlicher Y-Wert von meinem vorhergesagten Y-Wert auf der Gerade hat, die darf nichts damit zu tun haben, wo ich mich in meinem Regressor gerade befinde. Also ob ich einen großen x-Wert oder einen kleinen x-Wert habe. Ja. Wie überprüft man das am einfachsten und am sinnigsten? Wir benutzen, was wir immer benutzen, wenn wir sagen, hat nichts miteinander zu tun. Dann sagen wir, wie kann man sehen, ob zwei Dinge etwas miteinander zu tun haben? Man schaut sich einen Scatterplot an, ja, und ein Streudiagramm. Und entsprechend sehen Sie hier auch Streudiagramme gezeigt, und zwar sehen Sie hier Streudiagramme, die bestehen aus hier unten dem sogenannten Fitted Value. Was ist der Fitted Value? Der Fitted Value ist das, was man als Y-Hut bezeichnet, also der prädizierte Wert, der Wert, den das Modell vorhersagen würde. Und ist abgetragen gegen die Residuals. Also man hat hier so viele Punkte, wie man auch in seiner Regression hatte. Gibt nämlich, jeder Wert ist hier nochmal mit drin, aber eben abgetragen Residuals. Und dieser Fall hier ist zum Beispiel einer, der würde uns, also hier in diesen Plots muss man jetzt nochmal sagen, da ist kein Ergebnis ein gutes Ergebnis. Wenn Sie hier kein Muster erkennen können und dann zeigen Sie das noch Ihrer Freundin und die kann auch keins erkennen, dann sind wir auf einem guten Weg dazu zu sagen, Homoskedastizität ist erfüllt. Die Größe des Fehlers, ob ich da eher hier oben lande oder eher hier unten, scheint nichts damit zu tun zu haben, also nicht wirklich, wo ich in meinen Y-Hut-Werten lande. Also die große Werte vorhersagt, gesagt bekommen, da mache ich einen ähnlich großen Fehler oder das sagt nichts darüber aus, welchen Fehler ich gemacht habe bei dieser Vorhersage. Es gibt auch Fälle, wo das ganz anders aussieht. Deshalb sind diese Diagramme so wichtig, sich anzuschauen. Es gibt durchaus auch Fälle, da habe ich so einen Fall. Was ist denn hier los? Für Werte rund um 0 im weitesten Sinne, sagen wir mal, ja, die hier vorhergesagt werden, also für Y-Hut-Werte rund um 0, mache ich einen ziemlich kleinen Fehler. Ja, sehen Sie das? Residuals rund um 0. Da passt das Modell also sehr gut. Wenn ich dann aber große oder relativ kleine Werte vorhersage, bekomme ich
negative Residuals, das heißt, dort wird der vorherzusagende Wert stark unterschätzt. Und insgesamt habe ich also in diesem Graph keine lineare Beziehung, aber ich habe eine Struktur drin. Und das ist das, was wir hier nicht wollen. Wir wollen hier drin keine Struktur haben. Wenn wir eine haben, so wie hier, dann kann das ein Hinweis sein, dass es also hier schon noch was aufzuklären gibt. Da ist noch was drin in diesen Residuals, aber nichts Lineares, sondern vielleicht was Quadratisches zum Beispiel oder auch was Kubisches. Also man kann dann überlegen, und darüber werden wir vielleicht ganz kurz bei der multiplen Regression mal sprechen, höherordnige Terme in die Regression mit einzuschließen. Es zwingt uns niemand, einfach nur lineare Terme einzuschließen, sondern man kann durchaus auch sagen, obwohl es lineare Regression heißt, kann ich natürlich trotzdem sagen, eine Variable, die geht auch linear ein, aber was ich als x nehme, ist gar nicht x, sondern ist x Quadrat zum Beispiel. Damit habe ich dann einen linearen Term eingeschlossen. Und das kann helfen, dieses Bild dann wieder zu bereinigen. Danach, nachdem so ein Term dann dabei ist, wäre ich zum Beispiel in den Residuen das dann hier los und die Residuen würden dann vielleicht wieder eher so aussehen. Hier oben noch eine kleine Fußnote nur. Mal wieder einer meiner Vorausblicke auf die Geometrie, auch so ein bisschen zur Motivation, warum ich bald mit der Geometrie um die Ecke kommen werde. Das ist eine dieser Dinge, die einen in der Regression auf Bachelor-Niveau eigentlich wundern könnte. Warum? Wie jetzt? Es soll egal sein, ob ich hier Residuum abtrage und versus fitted Wert, also versus Y-Hut, oder auch Residuum gegen den Regressor. So hatte ich Homoskedastizität ja eigentlich gerade auch definiert, dass ich gesagt habe, der Fehler soll nicht abhängen vom Wert des Regressors. In der Geometrie werden wir sehen, warum das für diese Art von Plots egal ist oder anders gesagt, warum die Schlussfolgerung über Homoskedastizität dieselbe sein sollte. Darauf, das ist jetzt so ein Cliffhanger, da lasse ich sie einfach mal so stehen damit. Also dieses Rätsel, warum das egal ist, welchen der beiden ich hier nehme, löst sich dann vielleicht in der Geometrie der Regression für Sie auf. Die zweite Annahme sind normal verteilte Residuen. Wir fordern ganz allgemein, und das ist eigentlich die einzige Forderung nach Normalverteiltheit, die ganz offiziell fürs lineare Modell gegeben ist. Wir fordern, dass die Residuen, also dass der Fehler, den wir machen auf Populationsebene, ein Normalverteilter ist, also eine normalverteilte Größe rund um 0. Wie können wir uns das anschauen? Es gibt verschiedene Arten, alle sind irgendwie okay und jede einzelne ist besser, damit Sie sich damit auseinandersetzen, als wenn Sie sich gar nie anschauen oder sich überhaupt nicht dafür interessieren, wie Ihre Residuen aussehen. Dass man die Residuen irgendwie plottet, nachdem man ein Modell gefittet hat, sollte eigentlich dazugehören. Weil es Ihnen eben viel Aufschluss gibt, in welcher Hinsicht Ihr Modell vielleicht falsch sein könnte. Wir sehen hier einmal ein Histogramm der Residuen. Wir sehen einmal einen sogenannten QQ-Plot. Da wird eine Größe, die einen interessiert, in dem Fall die Residuen, abgetragen oder die Quantile, so muss man sagen, die Quantile, also vielleicht das 3%, das 5%, das 7%, das 10%, das 25% und so weiter, das 70% Quantil ihrer Residuen. Es geht natürlich umso besser, je mehr Beobachtungen sie hatten. Wird abgetragen gegen die theoretischen Quantile, die eine Standard-Normalverteilung vorgeben würde. Und die Verletzungen von der Normalverteilung, die drücken sich dann hierin aus, das kennen Sie sicher schon, indem so die Punkte dann in diesem Plot hier abweichen. Alles, was hier auf der 45-Grad-Linie liegt, sollte eigentlich, also wenn alles wohl geformt ist, dann ist das auch ein 45-Grad-Plot, weil dann das einfach genau zusammenpasst. Aber hier hat der Plot sich eben hier ein bisschen angepasst mit der X-Achse, damit er zeigen kann Ihnen, huch, schau mal, dort, wo ich eigentlich große Werte in der Normalverteilung erwarten würde, da hast du noch größere Werte. Das heißt, du hast irgendwie eine Schiefe in deinen Residuen drin. Und das ist dann letztlich natürlich eine Entscheidung, die Ihnen keiner so genau abnehmen kann, ob das noch normal verteilt genug ist oder nicht. Ja? Gewisse Verletzungen dieser Annahme tolerieren wir üblicherweise, vor allem so in den Rändern, solange wir hier so im Kern für die meisten der Daten so eine gute Passung an die Normalverteilung haben. Also Studierende hängen sich gerne an so Punkten auf. Ich schaue lieber darauf, dass ich, müsste
in dem Fall, wenn es wirklich meine Studie wäre, wüsste ich ja auch, wie viele Beobachtungen ich habe. Ich glaube, mich würde das eher beruhigen, dass ich hier so in dem Bereich zumindest eine sehr schöne Normalverteilung habe. Hier noch eine andere Art, das zu plotten. Also als solche sogenannten Density-Plots, ebenfalls das gleiche wie hier eigentlich gezeigt. In blau eine Standard-Normalverteilung und dann hier in rosa bzw. in schwarz hinterlegt das, was wir beobachtet haben, eine Verteilung unserer Residuen. Auch hier würde man sagen, passt ziemlich gut an eine Standard-Normalverteilung oder an eine Normalverteilung. Es gibt auch Signifikanztests, um das zu testen, der Shapiro-Wilk-Test, der Kolmogorov-Smirnov-Test. Die haben jeweils ihre Probleme, weil entweder sie haben sehr kleine Stichproben, dann wird es schwer, diese Frage überhaupt wirklich zu beurteilen, ob inwiefern hier eine Abweichung von der Normalverteilung auf Populationsebene gegeben ist. Oder sie haben eine riesige Stichprobe, wenn sie ein Regressionsmodell mit 10.000 Datenpunkten haben, dann hat jeder dieser Tests eigentlich ein bisschen eine arg, also sozusagen, dann wird der signifikant, indem er ihnen eine signifikante Abweichung von der Normalverteilung anzeigt, die allerdings, würden wir sagen, technischer Natur ist. Für praktische Erwägungen würden wir nach wie vor sagen, wenn man sich dann das Bild anguckt, ja, das sieht normal verteilt aus. Wir vertrauen da dem linearen Modell. Wir glauben, dass das lineare Modell trotzdem für unsere Zwecke hier dienlich ist. Also ein bisschen unbefriedigend, dass die Normalverteilungsannahme immer so ein bisschen so ein Ballparking irgendwie bleibt. Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall unbedingt, sich diese grafischen Lösungen anzugucken, vor allem diese beiden hier. Die helfen Ihnen und zeigen Ihnen schon, wenn es im Argen liegt und Sie deshalb vielleicht über, dazu kommen wir dann, eine Transformation nachdenken sollten. Was machen Sie denn nämlich, wenn jetzt diese Normalverteilung der Residuen nicht gegeben ist oder zumindest wenn Sie zweifeln, ob Sie es nicht noch ein bisschen schöner hinbekommen? Was können Sie denn dann machen? Also, der übliche Reflex ist, gerne auch von Betreuern oder von Zeitschriften zu sagen, oh, da müssen wir einen nicht-parametrischen Test nehmen. Wenn was nicht normal verteilt ist, dann dürfen wir keinen parametrischen Test machen, keine T-Tests, keine F-Tests. Dann müssen wir Wilcoxons, vielleicht auch Permutationstests, dann müssen wir irgendwie mit anderen Verfahren arbeiten. Das ist nicht in der Gänze falsch, oft aber ein bisschen übereilt. Ein zweiter üblicher Reflex ist zu sagen, ach, das macht nichts. Das GLM ist schon robust gegen sowas, das allgemeine lineare Modell. Wir machen einfach weiter. Wir tun so, als hätten wir diesen Residuumsplot nie gesehen. Passt schon. Wir machen den Residuumsplot gar nicht. Das ist der eigentliche Reflex. Wir gucken gar nicht so genau nach, ob die Residuen normal verteilt sind. Was ich Ihnen an die Hand geben möchte als Empfehlung, ist eigentlich zu sagen, suchen Sie nach einer geeigneten Transformation der Daten. Fragen Sie sich, ob diese Residuen, diese schlecht verteilten Residuen, nicht vielleicht doch daher kommen, dass Ihre Zielgröße Y schon sehr merkwürdig verteilt war. Und da gibt es eben dann also doch die Beziehung, ich hatte das letztes Mal gesagt, es gibt irgendwie schon so die Beziehung zwischen Y sollte normal verteilt sein, dann sind meistens auch die Residuen normal verteilt, das stimmt schon ein bisschen. Wir fordern, dass die Residuen normal verteilt sein, aber es hilft natürlich, wenn Y schon normal verteilt war, diese Forderung auch zu erfüllen. Was meine ich mit einer Transformation der Daten? Manche von Ihnen kennen dieses Beispiel aus dem Bachelor, hier mal gezeigt, Kindersterblichkeit über verschiedene Länder abgetragen. Ja, da gibt es also sehr viele Länder, die haben eine sehr geringe Sterblichkeit. Schön unimodal verteilt um einen niedrigen Wert. Dieser Wert ist zum Glück auch wahrscheinlich gesunken in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert. Aber es gibt eben auch einzelne Länder, die nach wie vor wo das nach wie vor im Argen liegt und das ist letztlich natürlich ein beliebter Index in der Volkswirtschaft, in der Soziologie, in der Epidemiologie. Kindersterblichkeit fängt eben viele andere Probleme in einem Land auch ein. Wenn Ihre Variable so aussieht und Sie fangen jetzt an, diese Daten zu modellieren, also Sie suchen jetzt nach Prädiktoren, die diese Kindersterblichkeit über Länder hinweg vorhersagen, Anzahl Ärzte, Bruttosozialprodukt, Rechtsform dieser Länder, was immer, ja, dann werden Sie in einem linearen Modell wahrscheinlich Probleme kriegen, weil diese Variable schon so schief verteilt ist, dass es schwer wird, auch normal verteilte Residuen hinzubekommen.
Wie könnte eine Transformation aussehen? Das ist also etwas, was Beginner manchmal erschreckt, zu sagen, wie, das sind doch meine Daten, mit denen darf ich doch nichts machen. Als Statistikerinnen und Statistiker sehen wir das ein bisschen anders. Da sagen wir, es ist eigentlich wichtiger, solange du weißt, was du machst und solange du weißt, wie du deine Daten transformiert hast, es ist wichtiger, sie so zu transformieren, dass dann dein Modell, dass du sie auch besser modellieren kannst. Und eine mögliche Transformation hier wäre zum Beispiel der Logarithmus, der natürliche Logarithmus, also der Logarithmus zur Basis e. Was wird der denn machen? Der wird eigentlich dafür sorgen, dass kurz gesagt kleine Werte klein bleiben, große Werte aber etwas zusammenschrumpfen. Und das wird auch dazu führen, dass große Sprünge zu ähnlich großen Sprüngen sozusagen, also kleinere und größere Sprünge werden zu ähnlich großen Sprüngen. Was passieren wird, ist, die Werte werden so ein bisschen zusammen schrumpfen. Also dieser große Tail, der da drin ist in den Daten, das wird sich sozusagen ein bisschen, hoffentlich ein bisschen einebnen. Wir sehen das hier, große Sprünge in den Daten, also in der Sterblichkeit, sagen wir mal von 20 auf 50, übersetzen sich in einen Sprung im Logarithmus von x von etwa 1. Und der Sprung ist also etwa genauso groß, wie der Sprung von 0 auf 5 oder 0 auf 4 hier war in x. Sehen Sie das? Der Sprung ist im Logarithmus der Sprung. Das ist etwa der gleiche Sprung wie der, obwohl es hier in der x ein Riesensprung war. Ja? Also, Logarithmieren von Daten kann dann hilfreich sein, wenn Daten so nach oben hin Ausreißer haben, weil sie eigentlich, das kommt eigentlich daher, dass sie unten eine harte Grenze haben. Also Sterblichkeit kann halt nicht kleiner als 0 werden. Anzahl Fehler kann nicht kleiner als 0 werden. Reaktionszeiten schneller als 0 geht halt nicht. Also klassischerweise so verhältnisskalierte Variablen, die haben manchmal eine Tendenz, nach oben offen zu sein und entsprechend auch große Werte zu produzieren. Das liegt in der Natur dieses Maßes oder dieser Maße. Da kann der natürliche Logarithmus eine interessante Transformation darstellen. Sie müssen dann natürlich aufpassen. Alle Ihre Ergebnisse sind dann sozusagen, wenn Sie sich anschauen, um wie viel Änderung in B ergibt mir wie viel Änderung in Y, müssen Sie natürlich bedenken, dass es dann einer Änderung nicht in Y entspricht, sondern einer Änderung im Logarithmus von Y. Ja, also bei der Interpretation muss man aufpassen, aber sonst eigentlich ist es kein Problem und auch überhaupt kein Verbrechen. Es ist sogar eher sehr, sehr dienlich, so eine Transformation anzuwenden. Und die logarithmische Transformation ist eine sehr beliebte. Sie sehen es hier auch nochmal. Die Daten sehen uns transformiert vielleicht so aus, grob approximiert. Und der Logarithmus dieser Daten ist aber sehr wohlgeformt. Und damit lässt sich vielleicht auch ein schönes normal verteiltes Residuum hinbekommen. Ja. Es gibt verschiedene Transformationen, das sei hier nur mal gezeigt. Wenn die Daten so aussehen, dann sieht der Logarithmus, das haben wir gerade gesehen, ganz schön normal verteilt aus. Und es gibt auch ein bisschen mildere Transformationen, zum Beispiel x hoch 1/2, geht schon in die Richtung. Dann kann man es auch übertreiben. Wenn man minus x hoch minus 1/2 macht, geht es fast in die andere Richtung. Und dann sind die Daten hier eigentlich nur quasi gespiegelt, wie Sie das sehen, fast. Minus x hoch minus 1 ist dann extrem in die andere Richtung. Fox empfiehlt eben, sich solche Familien von Transformationen anzuschauen und zu gucken, mit welcher Transformation bekomme ich am ehesten eine Normalverteilung hin. Ja? Das ist ja jetzt hier nur ein Beispiel. Und für diese speziellen Daten sieht das so aus. Für leicht andere Daten kann es leicht anders aussehen. Genau. Ist hier auch nochmal hinterlegt, ist eher ein Nachschlageslide, damit Sie sehen, was es so für Transformationen gibt. Im Prinzip geht es immer mit Wurzelziehen oder also Potenzen letztlich. Das ist eine nichtlineare Transformation. Potenzen kleiner, größer 1, beziehungsweise, und der Logarithmus ist natürlich auch nichts. Also e hoch und Logarithmus sind ja letztlich auch Potenzierungen, die hier verwendet werden, die sich hier anbieten. Aber keine Scheu vor Transformationen. Ja? Und das gerne auch mal mit breiter Brust in der Masterarbeit vertreten. Fox zitieren, Tabachnik, Fidel zitieren, Jonas Obleser, Personal Communication zitieren. Genau. Eine Sache noch kurz dazwischen. Was, wenn Normalverteilung der Residuen aus theoretischen Erwägungen gar nicht vorliegen kann? Was, wenn mein Maß einfach gar kein, zum Beispiel gar kein metrisches Maß ist? Was nicht metrisch ist, wird sich auch schwerlich nur normal verteilen können, richtig?
dann muss man sagen, dann ist das lineare Modell nicht dein Freund. Dann musst du dir überlegen, wie das gehen könnte. Und das Schöne ist, dass es seit schon vielen, vielen Jahrzehnten dazu die sogenannten generalisierten linearen Modelle gibt. Die heißen dann auch noch lineare Modelle, aber da wird irgendwas generalisiert, da wird ein ganz wichtiger neuer Trick gezündet, um solche Daten, die niemals normal verteilte Residuen werden produzieren können, trotzdem so unter den Annahmen des linearen Modells verarbeiten zu können. Und das machen wir dann hier auch in ein paar Wochen. Die dritte und letzte Annahme, damit wir hier auch zum Ende kommen mit diesem halbstündigen Video, ist die Annahme, dass diese Residuen unabhängig voneinander sind in der Regression oder im linearen Modell. Also hier oben nochmal formell geschrieben, wir nehmen an, dass der Fehler normal verteilt um 0 ist mit einer Streuung Sigma und dass diese Daten einem irgendwie Prozess, diese Fehler, die wir da so machen, die sollen einem Prozess entstammen, den man als unabhängig und identisch verteilt bezeichnet. Also dieses Sigma ist, es ist total egal, welche X-Werte wir haben, Homoskedastizität wird angenommen, aber darüber hinaus sagen wir eben auch, jeder einzelne Fehler, den du machst, der soll unabhängig sein von dem Fehler, den du bei einer anderen Beobachtung machst. Und ich habe Ihnen hier links mal sozusagen, wenn Sie sich bitte hier mal Zeit hier runter vorstellen, also die Zeit schreitet hier so voran nach unten, ist nicht besonders intuitiv, sollte eigentlich nach drüben sein. Entschuldigung. Na, Ihnen ist das egal. Genau, bei Ihnen sieht es gar nicht, sieht es gleich aus. Wenn wir uns mal vorstellen, unsere Daten sind eben nicht 60 unabhängige Studierende, die wir gemessen haben, sondern unsere Daten sind sogenannte Zeitreihen. Zum Beispiel Spannungsverlauf am Scalp über die Zeit, gemessen mit dem EEG, abgetastet alle 4 Millisekunden oder alle 2 Millisekunden ein Datenpunkt, dann entsteht vielleicht sowas hier. Oder das könnte auch ein Börsenkurs sein, das könnte der Börsenkurs der Lufthansa vor und nach Auftreten der Pandemie sein. Das könnte die Infektionszahlen vielleicht sein in einem Landkreis über ein paar Tage, ein paar Monate. Worauf ich hier hinaus will, ist, dass, und das sehen Sie auch hier oben, diese Nulllinie, was hier eigentlich abgetragen ist, ist der Fehler, den wir machen, ist vielleicht ein positiver Fehler. Also im Sinne wirklich des Es in einem Regressionsmodell. Ja? Für diese Datenpunkte würden Sie vielleicht positive Fehler bekommen, für diese vielleicht negative. Sie werden mir schnell zustimmen, dass was immer diese Daten hier sind, den Fehler, den ich beim einen Punkt mache, der ist offensichtlich nicht komplett unabhängig von dem Fehler, den ich beim nächsten mache. Wenn es komplett unabhängig wäre, dann würde ich, indem ich hier so eine Linie einzeichne, die ganze Zeit irgendwie so um 0 rumzackeln. Mal größer, mal kleiner und das Ganze wäre ein wildes Gezuckel um 0. Diese Linie ist hier sozusagen nur eingezeichnet zur grafischen Unterstreichung, dass man sagt, aha, offensichtlich hat der Fehler, den ich beim einen mache, was damit zu tun oder ist schon eine ganz gute Vorhersage dafür, welchen Fehler ich beim nächsten Datenpunkt machen will. Ja? Das ist also ein Prozess, den man auch als Random Walk bezeichnet. Es gibt zwar etwas Zufälliges, aber jeder Wert setzt sich eigentlich zusammen durch den Wert davor plus eine zufällige Abweichung. Was hier also eigentlich zufällig ist, ist die Abweichung von Fehler zu Fehler, aber der Fehler selber sieht sehr, sehr sehr abhängig aus. Ja? Und das ist schlecht. Was hier vorliegt, ist eine sogenannte Autokorrelation. Also der Fehler, den ich bei der Beobachtung I mache, der ist eigentlich schon eine Funktion, der ist korreliert mit dem Fehler, den ich bei der Beobachtung I minus 1 gemacht habe. Und der wird auch wieder korreliert sein mit dem Fehler, den ich bei I plus 1 mache. Ja? Oder t plus 1. Und diese Autokorrelation, die sollte man auch überprüfen oder die kann man überprüfen, vor allem wenn man den Verdacht hat, dass es vorliegen könnte, weil man zum Beispiel mit solchen Zeitreihen hier zu tun hat. Das könnten ja auch ganz grob abgetastete Zeitreihen sein. Das könnten ja auch wiederholte Messungen auf einer Station in der Psychiatrie oder so sein, wo man so alle 4 Wochen Daten erhebt oder sowas oder so. Es gibt so Grenzfälle, wo man nicht genau weiß, sind die Daten korreliert, autokorreliert oder nicht. Ja? Und der Durbin-Watson-Test ist ein dafür empfohlener Test, mit dem Sie auf Autokorrelation letztlich testen können, sei hier eigentlich nur erwähnt. Und auch nur erwähnt sei als letztes die Tatsache,
dass man hier auch, dass es Verfahren gibt, die auch damit wiederum umgehen können. Das heißt leider so ähnlich, das heißt jetzt Generalized Least Squares. Das ist ganz anderes und wir besprechen das auch hier in den Multivariaten quasi nicht. Die Generalized Least Squares Verfahren, die schätzen das Modell anders, die geben diese Annahme auf. Weil die Annahme ist offensichtlich nicht zu halten. Wenn Autokorreliertheit oder irgendwie Abhängigkeit meiner Residuen da ist und die sind eben nicht unabhängig, dann brauche ich auch nicht versuchen, damit ein sinnvolles lineares Modell zu schätzen, sondern ich nehme dann an, dass ich eigentlich so eine ganze Kovarianzmatrix habe. Ich habe nicht einen Fehler, der gilt für alle, sondern ich kann versuchen zu beziffern, wie stark die Fehler untereinander korreliert sind. Also ich kann versuchen, genau diese Autokorrelation der Fehler einzubeziehen und benutze dann, um dieses Beta-Hut zu bekommen, auch einen ganz anderen Schätzer. Kurz gesagt, ich schreibe es einmal hin für die, die es interessiert. Das normale B im Ordinary Least Squares würde ich eigentlich so schätzen, dass ich sage, das sieht, wenn man es als Matrix-Schreibweise macht, so, ich muss das immer manchmal muss ich das kurz hinschreiben, sieht es eigentlich so aus. Das ist eigentlich nur eine andere Art, das meint eigentlich ziemlich genau das Gleiche, was wir schon kennen, nämlich das da ist im Prinzip die Kovarianz aus x und y und die wird irgendwie durch eine Art Varianz von x geteilt, ganz grob gesagt. Das ist im Prinzip das, was Sie in den letzten Unterlagen auch haben, wie B eigentlich oder Beta-Hut eigentlich zustande kommt im Ordinary Least Squares. Und nur damit Sie das sehen, das wird jetzt hier sozusagen aufgegeben, wenn man Generalized Least Squares macht, weil man sagt, ich kann nicht von ausgehen, dass meine Residuen unabhängig sind, dann kann man das hier durch so eine Varianz, Kovarianz-Matrix für den Fehler mit ausgleichen. Passiert unter der Motorhaube sozusagen, aber man muss es eben wissen, aha, ich sollte ein Generalized Least Squares benutzen. Wer damit jemals in Kontakt kommt, im Fox gibt es dazu ein ganz gutes Kapitel, uns wird es aber weiter nicht mehr interessieren und entsprechend sind wir hier jetzt auch am Ende unserer Regressionsdiagnostik und wir machen nächstes Mal, können wir eigentlich schon in die Geometrie der Regression einsteigen. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.